Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein Unboxing, was uns auf eine kleine Zeitreise bringt. Und zwar habe ich hier die Goodiebox aus August. Ja, und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es hat ein bisschen gebraucht, bis die Box bei mir eingetroffen ist. Ja, tatsächlich, ne? Total crazy. Aber jetzt ist sie da und ich möchte mit euch mal zusammen reinschauen. Es ist sowieso so, dass wenn du die Box jetzt auch neu abonnieren würdest, das kannst du super gerne über den Link in meiner Infobox machen, dass du eine Welcome-Box bekommen würdest. Die hat aktuell einen Wert von satten 223 Tacken. Schau gerne mal bei meinem Video vorbei, was ich euch hier mal im i verlinken kann. Da geht die Post hart ab. Und genau. Normalerweise bekommen wir nämlich monatlich als Abonnent eine Goodiebox geliefert für 19,95 €, die mindestens einen Warenwert von 70 € enthält und so 5 Beauty-Produkte sind hier immer drin enthalten. Ja, die kommt immer in diesem gleichen Format, aber das Design ändert sich ab und an mal, also ab und an, jedes Mal haben wir eine andere Farbe, ne? Dieses Mal ist es wirklich wunderschön mit, also eigentlich ist es immer wunderschön, aber das hier ist ganz besonders schön, weil das ist so braun und dann haben wir so beige Schmetterling und Blume und so. Und hier oben ist dann auch noch ein Mensch abgebildet mit einer Blume, also wirklich hübsch. Genau, also ich stapel die sehr gerne. Ich habe hier an der Seite, da, genau, auch ein paar Boxen gestapelt und ich bekomme die Goodiebox in der Kooperation kostenfrei zugeschickt, um sie hier halt vorzustellen, ne? Also ja, das sind gar nicht ein Mann und eine Blume, das ist ein Mann und eine Frau, die knutschen sich. Das ist ja cool. Vor allem, weil heute, wo ich das Video drehe, wer erkennt auch das Pärchen, ist der 5.11. und am 5.11. haben mein Freund und ich uns vor 17 Jahren das erste Mal geküsst auf einer Party. Richtig süß, ne? Ich weiß, ja, ich weiß. Heute ist unser Knutschi-Day. Ja, okay. So nämlich auf jeden Fall. Genau, ich bekomme sie in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie vorzustellen. Das Ding ist, ich weiß nicht, wie das mit Geburt und so weiter funktioniert. Deswegen, normalerweise mache ich nämlich immer gerne Verlosungen in diesen Videos, ne? Ich würde auch sagen, ich mache in diesem Video auch wieder eine Verlosung über ein Beauty-Paket. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau gerne mal vorbei. Und ich setze dann einfach das, die Dauer für die Verlosung ein bisschen länger. Genau, wir warten alle übrigens auch sehr gespannt auf den Goodiebox Adventskalender. Ich habe heute schon auch eine Nachricht bekommen, dass es sehr, sehr bald soweit sein wird, ne? Aber gut, das Intro ist jetzt schon lang genug. Ich möchte jetzt schon hier reingucken, ne? Das Seidenpapier ist ein bisschen verdreht. Ja, es ist komplett verdreht. Puh. Denn das Ganze kommt ohne viel Füllmaterial oder so. Wir haben halt einfach Seidenpapier, in was die Produkte so eingewickelt sind. Es sei denn, das ist eine Lidschattenpalette oder so. Dann hast du halt auch mal Luftpolsterfolie mit am Start. Macht auch Sinn. Und hier haben wir dann den Blick in die Box. Ich bin sehr, sehr gespannt. Mikura ist eine Marke. Die haben wir öfters hier drin. Und das ist tatsächlich, das sind Facial Cleansing Pads. Exfoliating Facial Treatment Pads Single Use, made in Korea. Also es sind quasi Peeling Pads, Daily Pad Routines. Das muss ich mir mal genauer anschauen. Hier steht auch Daily Exfoliating and Toning oder sowas mit drauf, ne? Das machst du einfach auf trockener und gereinigter Haut. Und dann gehst du da mit dem Pad entsprechend über dein Gesicht. No need to rinse off, das ist auch interessant. Da ist immer die Frage, was ist denn da drin? Übrigens, die Box kommt aus Dänemark, falls ihr euch wundert, ne? Hier sind teilweise Marken drin, die wir so in Deutschland nicht kennen. Diese Peeling Pads sind mit einer Essenz getränkt, die trockener und unreiner Haut entgegenwirkt. Sie entfernen abgestorbene Hautschüppchen, während die Haut intensiv gepflegt wird. Die Essenz enthält wirksame Inhaltsstoffe wie Hagebutten und Ziza-Extrakt. Centella Asiatica, kennen wir, lieben wir, sowie Hyaluronsäure, kann jeden Tag verwendet werden. Okay, da würde ich mir wirklich mal ganz intensiv auch die Inhaltsstoffe so anschauen, was da so drin ist, ne? Weil es muss ja irgendwie, wobei die Peeling-Wirkung kann ja auch durch die Oberflächen
Geschichte von dem Pad sein. Und hier haben wir ein One-Week-Pad, also quasi für eine Woche die Sachen drin, mit 7 Stück. Das ist natürlich wie so eine Art Kur dann auch anzuwenden. Und danach hast du dann wahrscheinlich eine wunderschöne Haut. Ich habe eine sehr trockene, sehr sensible Haut. Da wäre ich erstmal in allererster Hinsicht vielleicht ein bisschen vorsichtig und würde nicht unbedingt jeden Tag das Pad verwenden. Da würde ich wahrscheinlich erstmal ein Pad verwenden und dann hat man hier ja so ein Zip-Ding, ne, dass du es halt zumachen kannst. Dann würde ich erstmal ein bisschen warten, wie meine Haut da wirklich drauf reagiert und dann vielleicht nochmal danach die Tage das dann auch machen. Aber ich würde mich da persönlich immer erstmal ein bisschen vorsichtiger rantasten. Dann haben wir hier was drin enthalten, was ich sehr, sehr gerne mag. Also vom Duft her, aber ich kenne das noch gar nicht, dass es das als Deo gibt. Das ist ja cool. Für Männer hatte ich schon Rituals Deo mal in der Männerbox mit drin. Das verwendet mein Freund aktuell und das riecht unfassbar gut. Hier haben wir jetzt von The Ritual of Mare Energize Your Soul das 24 Stunden Anti-Persipan Spray. Das ist auch wieder mit diesem Sweet Orange und Zedernholz Duft, 150 Milliliter. Das finde ich wirklich cool. Also ich weiß jetzt nicht, ob das dann auch wirklich schützt oder ob das eigentlich eher so für den Duft dann da ist. Eigentlich ist es ja die Augustbox, aber ich finde, das passt halt, also das Ritual of Mare passt mega krass in die jetzige Zeit rein, ne? Die in die Vorweihnachtszeit. Es ist für mich schon die Vorweihnachtszeit und ich lieb's. Und ja, ich find's gut. Ich bin eigentlich kein Fan von Orangenduft, aber beim Ritual of Mare muss ich wirklich sagen, da stehe ich total drauf. Also das werde ich mal ausprobieren. Ich habe aktuell auch noch eins in Anwendung, ne? Da muss ich mal gucken, inwiefern das auch hier schützend sein wird. Aber ich finde das richtig cool und das sieht natürlich super edel aus. Sobald Rituals in der Box drin ist, bin ich persönlich immer glücklich. Ich weiß gar nicht warum, weil Rituals ist in Relation zu vielen anderen Produkten, die in den Boxen drin enthalten sind, gar nicht so super mega hochpreisig. Obwohl es an und für sich, wenn ich jetzt in den Laden gehen würde, für mich schon so, dass, so ist, dass ich denke, puh, 8,50 Euro für einen Duschschaum ist schon mal eine, eine Ansage so, ne? Aber halt in Relation zu den anderen Produkten. Also wenn ich hier jetzt auch mal reingucke und zum Beispiel sehe, dass wir was von Avant hier drin haben, sage ich jetzt mal, ne? Und trotzdem ist es so, dass wenn ich was von Rituals drin habe, dass ich direkt lächeln muss und das cool finde. Und ja, ich weiß jetzt bei beiden Produkten nicht, warum das unbedingt Klassiker sein sollen. Genauso bei, ja gut, Avant ist mittlerweile so häufig drin, dass es deswegen wahrscheinlich als Klassiker durchgeht. 30 Milliliter von einem Pro Perfecting Collagen Primer Touche Eclat. Primer Pro Perfecteur. Das ist eigentlich cool. Ein Primer. Okay. Weil, also, Avant ist teuer, also das wird da wahrscheinlich dann einfach 100 Euro wert sein, ne? Einfach mal so. Das kommt dann auch in einen Schminki von mir rein. Ich weiß auch nicht, wann ich meine Fullface-Beautyboxen-Geschichten online stellen werde für September, Oktober, November und Dezember. Mal schauen, Leute. Mal schauen. ja, Kollagen ist super. Ich glaube, ab 21 oder ab 20 oder 25 baut die Haut ja gar nicht mehr so viel Kollagen auf, sodass sie deswegen dann ja zu Falten neigt und wie auch immer. Und dann ist es schön, wenn man das von außen zuführen kann. Und dann noch viele Sachen, die ich nicht aussprechen kann. Age Restore, ne? Ja, Anti-Age-Produkte haben wir öfters mal in Boxen drin enthalten. Dann habe ich hier was drin, das werde ich aber nicht behalten. Sowas mag ich nicht gerne. James Reed Gradual Tan Sleep Mask Body, nein, Sleep Mask Tan Body, eine bräunende Schlafmaske Körper. 100 Milliliter, ja, nee, also Self-Tan mache ich jetzt ja nicht so exorbitant krass. Vor allem in der Schwangerschaft, Stillzeit und so weiter soll man das halt einfach auch nicht machen. Sollte man vermeiden, weil das halt noch nicht ausreichend genug an schwangeren und stillenden Frauen getestet worden ist, sodass man da halt einfach keine Erfahrungswerte hat. Also so wurde mir das von meinen Kooperationspartnern im Skincare-Bereich halt gesagt. Dementsprechend ja, wird das weiter wandern, ne? Und ich bin halt eh, was so Selbstbräune am Körper angeht, mehr so auf der Reise, ja, Richtung Beauty Mails, der Selbstbräuner-Booster, den gebe ich mir dann gerne in die Bodylotion rein oder halt in die Gesichtscreme. Und kann damit wunderschöne Ergebnisse erzielen, weil das einfach einen tollen Bräunungseffekt macht. Und ich muss da wirklich sagen, da habe ich ein ganz tolles Produkt gefunden, auf was ich dann auch immer gerne zurückgreife. Und da konnte bislang nichts anderes gegen anstinken, ne? Deswegen, ja. Aber na, gut. Ein Selbstbräuner im August. Wenn ich jetzt so an den August in diesem Jahr denke, hätte man das jetzt vielleicht nicht unbedingt gebraucht. Aber für die Leute, die sagen, na, ich möchte lieber Selbstbräuner verwenden, als dass ich mich in die Sonne packe, ist es, glaube ich, eine ganz gute Geschichte, weil dann siehst du gebräunt aus, ohne dich vorher wie ein Brathähnchen in die Sonne gelegt zu haben. So, jetzt habe ich hier das letzte Produkt und das ist ein Eye Serum von Skin Chemists.
Youth Serious Rose and Lavender Intensive Night Therapy Eye Serum. 15 Milliliter sind hier drin. Auch das ist, glaube ich, kein günstiges Produkt, ne? Also ich glaube, dass diese Box schon einen krassen Wert hat. Es ist hier auch noch verschlossen, deswegen ich lasse es auch verschlossen, weil ich habe jetzt gerade gestern erst eine neue Augencreme aufgemacht. Übrigens ist das die von Dalton. Mein Code müsste noch gelten, ne? Single Cloudy gilt nämlich aktuell. Ihr habt ein bisschen Probleme auf der Homepage. 30% Rabatt gibt euch das bei Dalton. Also schaut da super gerne mal vorbei, falls ihr möchtet. Auf jeden Fall ist das hier dann auch eine beruhigende Geschichte wegen dem Lavendel. Night Serum finde ich auch in Ordnung. Das wird dann wahrscheinlich von der Textur her ein bisschen leichter sein, als wir das normalerweise so kennen von Augencremes oder so, weil es halt ein Serum ist, ne? Aber dann dementsprechend nicht weniger effektiv. Tragen Sie das Serum jeden Morgen und jeden Abend auf Ihre saubere und trockene Haut rund um den Bereich der Augen auf. Hä, warum denn morgen und Abend, wenn hier Night draufsteht? Egal. Benutzen Sie den Ringfinger, um die Substanz mit einem möglichst geringen Druck aufzutragen. Also schön eintapern, ne? Ja, finde ich auf jeden Fall auch cool. Auch das ist ein Klassiker. Also Augenprodukte ist etwas, was man ja generell so in der Routine hat von, Pflege und so, ne? Ein Primer braucht man theoretisch immer, wenn man sich schminkt, wenn man einen Primer verwenden möchte. Deo ist nie verkehrt. Ich fand, die Box war eigentlich ganz gut gefüllt. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare eure Meinung in die Vergangenheit, sage ich jetzt einfach mal dazu. Ich bin auch gespannt, wann mich dann die Oktober-November-Boxen erreichen. Ja, mal gucken. Aber auf jeden Fall da nochmal der Hinweis an euch. Schaut in der Infobox vorbei, da habe ich euch verlinkt. Wegen der Welcome-Box die Geschichten. Und da kriegt ihr das nämlich echt für einen super Preis. Dann kommt da noch einiges on top. Also da kann man sich wirklich nicht beschweren vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, finde ich persönlich. Und nach der Welcome-Box bekommt man dann nämlich die regulären Boxen zugeschickt, ne? Genau. So, jederzeit kündbar ist das Abo übrigens, was ich auch immer sehr charmant finde. Das ist auch nicht selbstverständlich. Und 19,95 ist auch ein absolut fairer Preis für einen Warenwert von mindestens 70 Euro in der Box. Das ist echt schon cool, ne? Ihr Lieben, so, das war jetzt genug Laberababa. Und ich gucke die ganze Zeit auf dieses mega süße Pärchen, jetzt wo ich es entdeckt habe, und finde das gerade richtig, richtig schön. Vielen Dank an das liebe Goodie-Boxen-Team für die Zusendung der Box. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!